Die ganze Wahrheit über Professor Futurus und was geschehen ist. So viel vorweg, es ist schockierend. Eine Horde wilder Zukunfts-Pokémon. Doch Pepper hält sie für uns auf. Auch Nymila und Cosima sind nach draußen gestürmt, um weitere Zukunfts-Pokémon daran zu hindern, in die große, weite Welt von Paldea zu entfliehen. Und hier drin, im Labor 0, wird sich nun die Story dem Höhepunkt zuwenden. Was zur Hölle geht da drin vor sich? Professor Futurus, ich erwarte Antworten. Jetzt sofort. Erstmal fallen wir so einen unsichtbaren Step in eine Kanalisation. Okay. Und das sieht ziemlich zerstört aus. Oh, da ist er. Obwohl, ist er das wirklich selber? Menschliche Präsenz im Labor 0 erkannt. Das ist er nicht, oder? Das ist ein Cyborg. Wie schon von mir vermutet. Hallo, hochfahren. Ruhemodus wird deaktiviert. Hallo Domi! Danke, dass du gekommen bist! Oh. Langhals ist auch da. Oha, ein Meisterball. Zurück mit dir! Dieses Pokémon ist weitaus aggressiver als das Exemplar, das du bei dir hast. Ja, habe ich schon gemerkt. Dein Miraidon ist aus Zone 0 geflohen, weil es einen Revierkampf verloren hat. Verstehe. Ich fürchte, es gibt da etwas, für das ich mich bei euch entschuldigen muss. Ich bin nicht der echte Professor Futurus. Ja, das dachte ich mir bereits. Du bist der Klon. Ein Cyborg. Oder? Ich bin eine künstliche Intelligenz, die vom Professor basierend auf seinem Wissen und seinen Erinnerungen geschaffen wurde. Kurz gesagt, ich bin eine Maschine, die von einer KI gesteuert wird. Wow, das habe ich gut vorhergesagt. Der echte Professor, mein Original, ist bei dem Unfall in der Observationsstation 4 ums Leben gekommen. Was? Futurus ist tot? Okay, das habe ich nicht erwartet. Vor allem tot in einem Pokémon-Spiel? Ernsthaft? Bist du dir sicher? Das Pokémon trägt keine Schuld. Mein Original hat seine Stärke unterschätzt. Der Professor wollte Miraidon um jeden Preis schützen. Er wollte, dass es ein glückliches Leben führen kann. Deshalb opferte er sich selbst. Schon vom Augenblick an, als Direktor Clavel uns auf meinen Wunsch hin bekannt machte, sprachst du mit mir, Futurus KI. Das ist mir auch gerade klar geworden. Es war die ganze Zeit über die KI. Und das erklärt auch, warum er so kalt zu Pepper war. Du hast keine Gefühle, weil du eine Maschine bist. Wie lange ist Futurus schon tot? Domi, bitte höre mir aufmerksam zu. Ich habe dich nach Zone 0 gebeten, weil ich dich um einen letzten Gefallen bitten möchte. Es geht um Folgendes. Ich will, dass du die Zeitmaschine abschaltest, die von meinem Original geschaffen wurde. Deine Fragen werde ich im Fahrstuhl beantworten. Folge mir bitte. Okay. Das kommt jetzt doch ein bisschen anders, als ich dachte. Meine Vermutung war, die KI ist durchgedreht und hat hier alles übernommen. Aber eigentlich ist die KI der Gute. Sie möchte verhindern, dass weitere Zukunfts-Pokémon hier erscheinen, und das ist richtig. Gucken wir uns aber erstmal um. Auf diese Tafeln wurde schwer verständliche Berechnungen und Zeichnungen gekritzelt.
Dir auch. Und das hier war wohl ein Behälter für einen Klonversuch. Nichts drin, glücklicherweise. Oh, wir können uns auch nochmal heilen. Sollten wir tun. Denn es wird mit Sicherheit noch zu einem Kampf kommen. Vielleicht, weil dieses Miraidon das verhindern möchte. Warum auch immer. Vielleicht, weil es einsam ist und seine Freunde hier haben möchte. Hm, da steht etwas. Zum Schutz von Labor 0 habe ich ein System entwickelt, das den Öffnungsmechanismus von Pokebällen blockiert. Bei Aktivierung lassen sich nur noch Pokebälle mit einer bestimmten ID. Der Rest des Textes ist unleserlich. Ach, Professor Futurus. Sie gingen zu weit. Aber er hat ein gutes Herz. Auf dem Tisch liegen verschiedene Forschungsdokumente verstreut. Das ist sicherlich nur gut gemeint, aber es ist eskaliert. Hier ist ein Foto, auf dem man einen Jungen mit einem Mobtiff sieht. Die zwei scheinen sich gut zu verstehen. Sein Sohn Pepper. Ist halt jetzt echt die Frage, wie lange Futurus schon tot ist. Das würde halt auch erklären, warum er sich all die Jahre nicht bei Pepper gemeldet hat. Puh, Energiekapsel. Eine Kapsel voller Energie. Gibt man sie... Das ist ein neues Item. Ich glaube wirklich komplett neu. Habe ich noch nie von gehört. Gibt man sie einem Pokémon mit einer bestimmten Fähigkeit zum Tragen, verpasst sie dessen Kraft einen Schub. Ist das ein Item für Miraidon? Oder... Wer könnte damit gemeint sein? Was ist das? Du kannst seltsame Klumpen in der Maschine erkennen, die wie Felsen aussehen. Ah, hat er hier versucht, die Kristalle für die Terrakristallisierung zu erschaffen? Wie genau funktioniert das? Woher kommt die Energie? Ich denke, wir werden gleich mehr wissen. Wir begeben uns nun nach unten. Steig bitte ein. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass du gekommen bist, Domi. Ich werde alle deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen? Was eine KI ist, weiß ich. Dass er tot ist, wissen wir auch. Aber wir werden wahrscheinlich noch ein paar Infos erhalten. Am meisten interessiert mich aber, was ist diese Zeitmaschine? Die Zeitmaschine ist ein Gerät, an dem mein Original und ich gemeinsam gearbeitet haben. Mit ihr ist es möglich, Pokebälle in ein anderes Zeitalter zu schicken, um dort Pokémon zu fangen und sie in die Gegenwart zu transportieren. Professor Futurus war zu Lebzeiten stets von Pokémon aus anderen Zeitaltern fasziniert, insbesondere von Pokémon aus der Zukunft. Ja, und die Professorinnen kamen sie in Pokémon aus der Vergangenheit. Aber ihr beide seid zu weit gegangen. Auch jetzt ist die Zeitmaschine noch aktiv und holt weiter automatisch Pokémon aus der Zukunft zu uns in die Gegenwart. Möchtest du noch etwas anderes fragen? Was ist mit dem echten Professor passiert? Wie bereits gesagt, mein Original existiert nicht mehr. Der Körper des Professors wurde bei dem Unfall in der Observationsstation beschädigt und war nicht länger in der Lage, lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache wird für seinen Sohn Pepper sicherlich nicht leicht zu akzeptieren sein. Anstelle meines Originals bin nun ich für die Leitung und Instandhaltung des Labors 0 zuständig. Puh, das ist echt heftig. Was ist eine KI? Eine KI ist eine von Menschen geschaffene künstliche Intelligenz. Meine Gedanken sowie Handlungen werden basierend auf dem Wissen und den Erinnerungen meines Originals berechnet. Diese Berechnungen sind es, was diesen mechanischen Körper, der dem Professor nachgebildet wurde, steuert. Der derzeitige Stand der Wissenschaft erlaubt es der Menschheit eigentlich noch nicht, eine solch fortgeschrittene KI-Technologie zu schaffen. Doch die Kristalle hier im Labor 0 ermöglichen es. Das bedeutet allerdings, dass ich diese Einrichtung nicht verlassen kann.
Was wollen Sie erreichen? Mein Original träumte von einer Welt, in der Pokémon aus der Zukunft und Pokémon aus der Gegenwart im Einklang leben. Doch die unbekannte, hochentwickelte Kraft, die diesen Wesen aus der fernen Zukunft innewohnt, ist zu gewaltig, um unkontrolliert zu bleiben. Ihre bloße Existenz hier zerstört die Ökosysteme der Gegenwart. Die Haltung meines Originals dazu war, dass auch das der Lauf der Natur sei. Fürs Erste hält die Barriere um Zone 0 die Pokémon aus der Zukunft in Schach und lässt sie nicht in den Rest Paldeas vordringen. Aber nun sind Pokémon wie Eisenrad erschienen, die imstande sind, die Barriere zu durchbrechen. Die Mauern von Zone 0 werden nicht ewig halten. Früher oder später werden die Pokémon ausbrechen und in Paldea einfallen. Und das würde die Vernichtung von unzähligen Habitaten und Ökosystemen nach sich ziehen. Ich mag zwar nur als ein Abbild meines Originals geschaffen worden sein, doch ich halte es für unlogisch, eine solche Tragödie einfach geschehen zu lassen. Um all das zu verhindern, ist es allerdings nötig, die fortgeschrittenste KI zu bezwingen, welche der Professor je entwickelt hat. Dummy, ich weiß, wie stark du bist. Bitte setze deine Kraft ein, um den Traum des Professors zu zerstören. Wow, Wahnsinn! Das überfordert mich ein bisschen. Professor Futurus ist eigentlich kein Böser. Er ist nur seiner Leidenschaft nachgegangen, aber hat dabei Grenzen überschritten und vieles nicht bedacht. Seine KI wird aber nicht durch Gefühle gesteuert, sondern durch Rationalität. Und ihr ist bewusst, was für Schäden angerichtet werden können. Und deshalb handelt sie gegen die Emotionen und Leidenschaft seines Originals. Die KI hat sich weiterentwickelt. Sehr cool. Das gefällt mir. Und ja, du hast recht. Ich helfe dir. Ich danke dir. Wir sind im untersten Stockwerk angekommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie sieht diese Zeitmaschine aus? Oh. Allein schon der Raum ist futuristisch. Krass. Aber diese Terrakristalle sind natürlichen Ursprungs hier, ne? Er hat sich einfach nur die Energie zunutze gemacht. Okay. Schau nur, das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der Terrakristallisierung perfektioniert haben. Das Ding muss zerstört werden. Sofort. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Purpurbuch, in das die ID des Professors eingebunden ist. Es sieht ihm ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihm schon seit seiner Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Purpurbuch auf dem Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt's da ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich dich vermutlich angreifen. Wie meinst du das? Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Daten aller Kämpfe, die von den Champs Paldeas ausgetragen wurden. Oh je. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinen Pokémon siegreich sein wirst. Platziere das Purpurbuch auf dem Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Puh, wir haben Glück, dass wir dieses Buch überhaupt bei uns tragen. Das hatte ja die ganze Zeit Pepper bei sich. So, das wird jetzt heftig. Und wichtig. Für das Leben in Paldea. Geben wir alles. Original-ID von Professor Futurus erkannt. Zurückgekehrt. Notabschaltung der Zeitmaschine wird eingeleitet. Bitte warten. Die ist auch da.
Zugriff verweigert. Notabschaltung wurde abgebrochen. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Tommy. Futurus KI wird in Ruhemodus versetzt. Offensivprotokoll wird ausgeführt. Bitte, besiege mich! Mein Traum! Nein! Nein! Oh mein Gott, sieht der gruselig aus! Und warum flexst du die ganze Zeit mit einem Meisterball? Die Futurus KI fordert dich heraus! Oh mein Gott, wie episch! Der steht da oben auf seinem Tower majestätisch und droppt natürlich weitere unbekannte und wahrscheinlich völlig overpowerte Zukunfts-Pokémon. Oh mein Gott! Sechs Pokémon! Overleveled! Und ich habe keine Ahnung, was das für Pokémon sind. Okay, das wird jetzt wirklich ernst. Die Inszenierung finde ich schon mal richtig geil. Sieht alles sehr, sehr cool aus. Der Professor ist ein halber Zombie. Ich weiß, es ist nur eine KI und ein Roboter, aber es ist wirklich sehr, sehr beängstigend. Wir wechseln erstmal raus, weil ich bezweifle, dass dieses Zukunfts-Ramov weiterhin vom Typ Feuer ist. Aber ich kann mir auch absolut nichts anderes ausmalen. Oh mein Gott, nein, das ist Typ Elektro! Das Gigant eines Menschen ist meiner taktischen Art und Weise, die neue Entdeckung verlegen. Führe die Macht der Zukunft, die Gehaltigkeit findest du nicht. Das darf einfach nicht wahr sein! Faszinierend! Du kennst dich mit eines Pokémon aus der Zukunft! Nein, es war alles nur geraten, aber das ist mir alles scheißegal gerade, weil du hast Fina im Prinzip zerstört! Was nützt mir denn bitte Superhelden Fina, wenn es paralysiert ist? Ich muss eine Top-Genesung benutzen, das ist klar. Aber wie? Wann? Okay, dieses Ding scheint vom Typ Elektro zu sein. Vielleicht Elektrofeuer? Weil Wasser war ja gerade sehr effektiv. Elektrofeuer. Wir können dann aber eigentlich nicht mehr sehr effektiv angreifen. Oh mein Gott. Was für ein furchtbarer Start. Aber die Musik ballert wieder anders. Ich hoffe, dass Tiefschlag von Mick reicht, ansonsten ist er wohl tot. Aber das Ding hat nicht mehr viele KP, come on. Gib's ihm! Ja, gut, 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 gut! What's next? Eisendorn. Keine Ahnung. Was soll es sein? Bleiben wir erstmal drin. Oh, dieser Typ, Alter! Nein! Es ist ein Zukunftstestmutter. Du willst mich doch komplett verarschen. Was hat der für ein Team, bitte? Ramov alleine ist schon ein absoluter Banger. Oh, jetzt noch Testmutter. Beide übrigens sehr, sehr geil designt. Gefallen mir. Was könnte der jetzt sein? Sieht ehrlich gesagt auch schon wieder nach Elektro aus. Oh boy. Wir gehen nochmal auf den Tiefschlag. Es ist neutral. Jesus Christ! Ich werde hier zerstört. Okay, das sind keine komplett neuen Pokémon. Sie haben immer noch ihre Gegenwartsgene. Steinkante,
Hätte man bei einem normalen Despotar ja erwarten dürfen. Bei ihm sah es für mich jetzt nicht danach aus, aber es kann natürlich sein, dass er Elektrogestein ist. Wenn das so ist, wäre vielleicht der Riesenhammer eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht aber auch zum Sweep ansetzen mit Lava Croc. Wobei, ich habe bei Despotar so Angst, dass es vielleicht doch noch auch ein Erdbeben im Repertoire hat. Ja, und Steinkante alleine würde wahrscheinlich auch killen. Ich kann das nicht riskieren, dass das nochmal trifft. Forgy, du bist die einzige Möglichkeit. Die anderen sind chancenlos. Aber auch du hast Probleme, wenn ein Erdbeben kommt. Ich glaube, ich stelle erstmal einen Reflektor auf. Okay. Ich werde Game Over gehen. Wenn er mich jetzt schon so zerstört. Wie soll ich das schaffen? Was ist das Ding vom Typ? Das kann ja irgendwie alles. Okay, versuchen wir es. Riesenhammer! Bitte sei sehr effektiv. Nein. Oh. Wenn der crittet, bin ich down. Ich kann nichts tun, um diesem Erdbeben auszuweichen. Knuddler muss killen. Gut! Aber dass Forgy auch schon fast tot ist. Das ist eigentlich meine Wall. Komm, jetzt irgendein bekanntes Pokémon wenigstens. Eisenhals. Ja, das war doch dieses Trikefalo, oder? Unlichtflug war der. Da könnten wir natürlich mit Fee angreifen, aber ich würde Forgy gerne eine Pause gönnen und Pam reinschmeißen. Pam, bitte schaff das! Das Ding wird wahrscheinlich wieder schneller sein, oder? Guck nicht so! Du Monster! Also an sich ist die KI ja eine absolute Ehren-KI, aber jetzt, wo das Programm überschrieben wurde, dient es eben einfach nur dazu, Futurus Wahnsinn zu verteidigen. Ich überlege sogar, ob ich eine Elektroterra-Kristallisierung nutze. Ein Donnerzahn oder zwei Donnerzahn und dann eine Zweifachladung in den nächsten Gegner rein. Ich muss Fina halt irgendwann heilen, aber wie zur Hölle soll ich das denn machen? Weil andererseits wäre aber Skelocrock am besten. Wenn ich zwei Moves habe, dann habe ich die Terra-Kristallisierung plus Spezialangriffsboost durch das Loderlied. Vielleicht kann ich dann zu einem Mini-Sweep ansetzen am Ende. Stimmt. Ja, dann lass lieber so machen und hoffen, dass Donnerzahn jetzt hier regelt. Wir sind schon mal schneller. Vielleicht bitte geflincht. Komm, bitte, flinch. Nein! Aber steht noch. Kill es. Gut. Mann, wir haben den Kingstein. Wir sind schneller und trotzdem keinen Flinch bekommen. Schade, weil das wäre hier jetzt nochmal ein Swipe gewesen. Wir hätten das nochmal umdrehen können nach diesem furchtbaren Start. Reflektor ist jetzt weg. Aber Luftschnitt war ja gerade eh speziell. Eisenbündel. Ah, das war das, das Weihnachts-Pokémon, ja. Ja, genau. Botugel. Eis, Wasser. Also Elektro wäre super effektiv. Wenn ich gerade das Trikefalo-Ding ausgespeedet habe, dann wird es bei dem auch funktionieren. Hoffe ich. Ich gehe auf die Zweifachladung. Wenigstens mal ein spannender Kampf, Guys. Abfahrt! Nein! Warum bist du schneller?
Ich meine, ich kann jetzt nicht mal mit Fina reingehen, wegen dem Gefriertrockner. Aber ich muss. Was soll ich denn jetzt sonst tun? Hoffen wir, dass es nicht so viel Damage macht. Erstmal Top-Genesung. Und dann versuche ich mich mit dem Ableit-Hieb hochzuheilen und irgendwie durchzuhalten. Die Para hat Fina wirklich völlig destroyed. Wie viel Damage macht das? Die Hälfte? Mehr als die Hälfte. Wenn er jetzt schon wieder schneller ist, dann sieht es wirklich schlecht aus. Okay, das war's. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das Ding hat anscheinend 200 Initiative. Das ist kompletter Witz. Das ist ein kompletter Witz. Ohne Worte. Ich habe jetzt gerade mit Absicht Forgi nicht gedroppt, weil ich hoffe, ich kann dann nochmal ein Schild aufstellen, um Skelocrock zu supporten. Weil mehr wird Forgi eh nicht machen können. Aber dieses Ding muss jetzt irgendwie sterben. Ich weiß noch nicht wie. Drachenklaue, gucken wir mal. Okay, der boostet Eis. Leider haben wir halt Lawine, ne? Das, bringt mir also nicht so viel. Wir müssen erstmal so weitermachen. Wenn er nur den Gefriertrockner gegen mich hat, dann ist das in Ordnung. Oh, er ist sogar komplett dumm und setzt nochmal Schneelandschaft ein. Sieht so aus, als hätte er Probleme gegen Frozino. Wir haben selber nichts gegen ihn, aber es reicht. Der Schlagabtausch reicht und wer weiß, vielleicht können wir einen weiteren Hit tanken und mit Lawine nochmal richtig reinschallern. Wir müssen versuchen, seinen Eisboost zu nutzen. Was kommt? Eisenhand. Ja, weiß ich halt auch nicht, was der vom Typ ist. Haben wir jetzt draußen gesehen, das Vieh, aber... Es sah halt nach Elektrokampf aus, aber für mich ist gefühlt jedes zweite Pokémon Elektro hier. Erstmal war es Stahl, jetzt Elektro. Ich weiß es nicht. Aber wir haben Kampfschwäche, das ist das Ding. Wir müssen zu Skelocrock gehen. Damit er die Kampfmoves nicht mehr nutzen kann. Damit ist jetzt aber auch die Vorbereitung von Forgi nicht mehr drinne. Oh, der macht einfach jeden Plan zunichte. Wie viele hat er noch? 3 oder 2? 2. Ich hab 3. Oh, das wird so verdammt spannend. Könnt Irrlicht versuchen. Aber auf jeden Fall Terra kristallisiere ich jetzt. Wobei, nein, ich muss jetzt killen. Es ist keine Zeit mehr für Spielchen. Loderlied. Der wird mich anders hops nehmen gleich. Ich muss versuchen, zu überleben, schneller zu sein und ihn dann mit 2 jetzt zu killen. Bitte. Bitte. Ja, schneller! In der nächsten Runde ist er tot. Donnerschlag. Ja, das macht Aua. Aber nicht weiter tragisch. Nächster Boost, komm! Yes! Wir kriegen das noch hin hier. Aber
Digga, hat der ein geisteskrankes Team. Das ist der einzige schwierige Kampf in dem Spiel. Aber der ist dafür wirklich schwierig. Hitzekoller. Ich überlege sogar, ob ich das jetzt temporär nehmen soll. Ich werde das gleich wieder verlernen, aber... Ich schmeiß mal für diesen Kampf jetzt Bürde raus. Ich habe nämlich echt Angst, dass ich noch verlieren kann. Ich schmeiß Bürde raus, damit ich jetzt eventuell dann auf Hitzekoller gehen kann. Kommt drauf an, was kommt. Ich hatte die Hoffnung, dass er das Dornfahren hat. Was zur Hölle ist denn jetzt Eisenkrieger? Das hört sich aber absolut nach einem Killer an. Alles läuft nach meinen Berechnungen. Deine Chance auf einen Sieg liegt bei null. Zukunftsgalagladi. Level 68, 69. Was hat der? Eine Energiekapsel? Das ist das... Oh mein Gott, das ist das Alte, was wir gerade im Labor gefunden haben. Was bewirkt das? Boostet das seine Stats? Gut, keine Diskussion, Hitzekoller. Er ist natürlich schneller und er trifft mich? Warum trifft er mich? Ich bin Typ Geil. Ach nein, bin ich nicht. Stimmt, bin ich nicht. Egal. Ich habe ja Terra-Kristallisierung, so ich habe keinen Geisttyp mehr. Aber der Hitzekoller hat gekillt, yes! Ey Bruder, aber ohne die Stat-Boosts hätte der mich, glaube ich, umgebracht. Skillokrog hat geregelt. Genau im richtigen Moment eingesetzt, um zu boosten. Sein Team war übermenschlich. Aber wir haben es geschafft. Oder? Oh,